Abschluss der Asienreise. Papst verteidigt Umgang mit Rohingya. Stand 3.12.2017, 11:01 Uhr, Seitenanfang. In Myanmar Graf vermied der Papst die Verwendung des Wortes Rohingya. Erst als er die von dort vertriebenen Angehörigen der muslimischen Minderheit in Bangladesch traf, änderte sich das. Für dieses Vorgehen nannte der Pontifex nun Gründe. Papst Franziskus hat seinen Umgang mit der Krise um die muslimischen Rohingya-Flüchtlinge verteidigt. Für mich ist am wichtigsten, dass die Botschaft ankommt, sagte der Pontifex auf dem Rückflug von seinem Besuch in Myanmar Graf und Bangladesch. Er habe in seinen offiziellen Reden das Wort Rohingya vermieden, um seinen Gastgebern nicht die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Er fügte hinzu, sie wussten schon, was ich denke. Papst zufrieden mit Gesprächen während seines Besuchs in Myanmar Graf, hatte der Papst die Rohingya nicht beim Namen genannt und die systematische Verfolgung der muslimischen Minderheit auch nicht direkt angesprochen. Kritiker hatten ihm das als übertriebene Rücksichtnahme auf seine Gastgeber ausgelegt. Erst nach einer Begegnung mit Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch hatte der Papst am Freitag den Begriff Rohingya verwendet. Er versuche, die Dinge Schritt für Schritt zu sagen und die Antworten anzuhören, erklärte Franziskus auf dem Rückflug nach Rom. Er zeigte sich sehr zufrieden mit seinen Gesprächen in Myanmar Graf. Der Papst deutete an, in den vertraulichen Unterredungen mit der Staatsführung deutlicher seine Meinung gesagt zu haben als in seinen öffentlichen Äußerungen. Statt die Regierung in Myanmar Graf auf der ersten Etappe seiner Asienreise offen vor den Kopf zu stoßen, habe er die Situation beschrieben und vom Bürgerrecht jedes Einzelnen gesprochen. Um mir zu erlauben, im privaten Gespräch weiterzugehen, sagte er unter Anspielung auf seine Begegnungen hinter verschlossenen Türen mit der de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Bewegen